Hallo und herzlich willkommen hier bei Spielwelten. Ich bin Kim, da ist der Fenrir und wir reden heute mal wieder in unserem Podcast. Ja, ist auch Meinungsmittwoch. Genau. Es soll um Ameritrash vs. Eurogame gehen. Wir wurden ja letztens bezichtigt, Ameritrasher zu sein, was ich als persönlichen Angriff und tiefe Beleidigung empfinde. Nein, ja. Spaß beiseite, aber das stimmt eigentlich so jetzt wirklich nicht. So sehen wir uns nicht. Ne? Wir sind, Gegenteil eigentlich. Ja. Also, wenn ich mich klassifizieren würde, eher andersrum, aber... Ich bin da so eher bi. Ja, schon auch. Ne? Also da bin ich definitiv auch eher auf der Richtung, mir doch egal, ob das Spiel ist gut. Genau, aber es gibt einfach zu viele Sachen, die ich auf beiden Seiten gut finde. Und ich finde auch einige Mischformen gut, die es ja auch gibt. Insofern möchte ich mich da gar nicht auf eine Seite stellen. Das ist einfach... Genau, stelle ich auf den Graben, nicht da rein. Genau. Ja, dann sollten wir vielleicht erstmal definieren, wovon wir überhaupt reden. Genau, das ist hilfreich. Bevor wir irgendwie Meinungen kundtun, sollte erstmal jeder auch im Bilde sein, worüber wir da gerade genau reden. Ja, also Ameritrash-Spiele sind ja, sag ich mal, glücksbasiert. Das ist definitiv ein Aspekt. Also da gibt es meistens Würfel oder Karten oder irgendwas, was einen großen Zufall ins Spiel bringt. Es gibt in der Regel Konflikte, direkt Spieler gegen Spieler, auch mit der Möglichkeit, einen Spieler zu eliminieren. Dann gibt es wahrscheinlich auch häufig Fraktionen, ne? Das ist auch so ein typisches Ding. Entweder hat man verschiedene Charaktere oder eben Völker oder irgendwas, die dann auch meistens ihre eigenen ganz individuellen Fähigkeiten haben. Ja, was gibt's noch? Plastik. Ne? Ganz wichtig, daher eigentlich ursprünglich auch mal der Name. Genau, also ganzen Miniaturenspiele fallen da rein, aber auch statt halt Würfel irgendwelche Plastikpöppel, irgendwelche Marker zu nehmen. Also ich kann mich noch erinnern, dass die alten Risikospiele, die ich hatte, auch so komische dreieckige Dinger einfach nur hatten. Oder verschiedenförmige geometrische Plastiknupsis da drin. Ne, genau, also... War das nicht so Kreuze oder irgendwas sogar? So, die einfachen Armeen waren so Stern... Nein, also dreiecksförmig eher so... Also es ging immer so Strahlen ab und dann je mehr Strahlen, desto mehr Armeen. Aber egal. Das ist also, darum soll es im Detail nicht gehen. Genau, einfach eben Plastik. Ist eben Mittel der Wahl. Ne? Und wenn man dann Eurogame daneben sieht... Ne? Ja, also beim Eurogame ganz klar... Was die meisten ja auch dann immer wieder vielleicht auch negativ ansprechen, ist halt dieser hohe Abstraktionsgrad, dass man erkennt am Spiel, dass der Mechanismus das war, was der Designer im Kopf hatte. Eventuell auch mehrere verschiedene Mechanismen, die besonders elegant ineinander greifen. Und am Ende ist es dann halt dieses, was kriegen wir jetzt für ein Thema? Ach, ich glaube, Handel im mediterranen Bereich, das wird da gut drauf passen. Das ist so das ultimative Erkennungsmerkmal eines Eurogames. Irgendwelche Holzwürfel, da sind wir dann im Kontrast. Klassisch beim Eurogame wäre es dann Holz. Mittlerweile auch nicht mehr so. Auch da ist die Zeit ein bisschen weitergegangen. Aber wenn man so eine Box aufmacht und da ist dann schön buntes Artwork mit Sechseckfeldern und irgendwie Holzpüppchen noch dabei und eventuell noch viele Pappmarker, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass man schon ein Eurogame vor sich hat. Ja, was es halt auch immer wieder noch ausmacht, ich muss mal gucken, nicht, dass ich hier irgendwas vergesse von meiner Liste. Ich habe mal so auch ein paar Notizen gemacht. Genau, dieses... wobei du sagtest, zufallsbasiert, halt das höchste Gut des Eurogamers ist ja eigentlich, wenn in dem Spiel kein Zufall vorkommt. Das Kim-Syndrom. Das Spiel hat Zufall, jetzt will ich das nicht mehr. Das wäre dann das Überspitzte, natürlich. Aber das ist so beim Eurogame eigentlich immer das höchste der Gefühle. Wenn Zufall ist, dann ist er eher darin bedacht, die Ausgangssituation für die Spieler ein bisschen variabel zu halten, aber nicht, dass im Spiel selber irgendwie eine Auswirkung einer Aktion vom Zufall bestimmt ist. Das gibt's in Eurogames eigentlich fast nie. Konflikt gibt's eher passiv, also ist eher generell immer so ein Wirtschaftskreislauf, der da in irgendeiner Weise abläuft. Also irgendwelche Ressourcen verwalten und miteinander konkurrieren um Ressourcen. Aber dass man jetzt direkt dem anderen was wegnehmen kann, ist eigentlich in Eurogames eher verpönt. Mir wird spontan auch kein Beispiel einfallen, wo ich jetzt eins im Kopf hätte, wo das vorkäme. Ja, das ist halt so. Insgesamt, wenn man es mal zusammenfasst, halt so Strategiebrocken, sehr trocken, meistens wenig Thema, mechanisch sehr ausgereift und Holzfigürchen. Das ist so das Klischee eines Eurogames im Grunde. Genau. Wobei ich sagen muss,
diese Kriterien sind nicht unbedingt immer so scharf eingehalten. Also es gibt durchaus auch Heroes, wo ein bisschen mehr Zufall drin ist. Ne? Hängt vielleicht dann auch vom Anspruch ab. Also wenn es dann eher zum Familienspiel tendiert, ist vielleicht mehr Zufall drin als sonst beim Expertenspiel oder so. Ja, und Eurogames, die übrigens früher German Games hießen, ne, weil ja eben Deutschland ganz speziell sich auf diese Art eingeschossen hatte, mag vielleicht historisch begründet sein, dass gerade so konfliktlastige Kriegsthemen dann in der Nachkriegszeit nicht so beliebt waren hier. Ja, ne? Aber das scheint tatsächlich so zu sein, muss man ja nun auch mal im Videospielemarkt gucken, das ist ja durchaus vergleichbar. Auch da, ein typisches deutsches Spiel ist in der Regel irgendwas mit einer schönen Wuseloptik, wo man irgendwas aufbaut. Anno zum Beispiel. Nicht weit weg von Die Siedler von Catan. Also auch man erkennt halt diese Stilistik, die dahinter steckt. Die sind halt eher so, sag ich mal, putzig von der Anmutung her, knuddelig, gefällig, aber durchaus hirnschmalzfördernd. Also man muss halt wirklich Kombinationen finden, clevere Entscheidungen treffen. Das ist halt das, was das typische Eurogame ausmacht dann. Genau, obwohl die jetzt ja nicht mehr wirklich aus Europa kommen müssen. Also genau, das ist eher historisch. Also die sind ja schon weg von German Game zu Eurogame und tatsächlich machen mittlerweile mit die besten Eurogames die Amis selber. Ja, da würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, okay. Aber natürlich gibt es global auf jeder Seite eben Autoren, die sowas produzieren. Ich muss auch nochmal ganz kurz vielleicht beim Ameritrash auch nochmal einhaken, dass der Name natürlich auch wirklich ein bisschen deformierend ist. Das ist halt, eigentlich waren damit ursprünglich gemeint Spiele so aus den 80ern, wo halt wirklich, so dieses klassische, ich weiß nicht, fang den Hut und was es da alles so gibt. Also irgendwas, da ist irgendein Plastikzeug dabei, irgendein Gimmick. Das Spiel haben wir vergessen, ist ein Roll and Move, ne? Oh, du hast 7 Felder, alles klar, dann geh mal und das Feld hast ja, was dann passiert. Also man hat 0 Entscheidung, aber man kann irgendwas Tolles dann auch noch machen. Das Spiel fehlt, aber es sieht irgendwie toll aus. Oder auch nicht, weil eher billiges Plastik damals. Deswegen Ameritrash wirklich, dass man so den Eindruck hatte, hey, da hat einer irgendwie seinen Mülleimer bei mir ins Spiel gekippt und gesagt, das wäre ein Spiel. Ja, genau. Ja, ist ja heute eher nicht mehr, ganz im Gegenteil. Plastikfiguren und gerade Miniaturen, die ja jetzt mittlerweile auch, nicht nur von Cool Mini extrem gepusht sind, hat ja mit billigem Plastik nichts mehr zu tun. Im Gegenteil, wesentlich teurer in der Produktion. Selbst ein Siedler mit Holzwürfeln ist deutlich billiger herzustellen als ein Siedler mit diesen gegossenen Plastikmodellchen. Ja klar, weil das jetzt auch keine sonderlich aufwendigen Sachen sind. Die kriegt man jetzt so Hunderten. Ja, so ein Holzblock schneide ich dir selber in ein paar Minuten zu Würfelchen klein. Ne? Genau. Was ich eben noch sagen wollte, dass die Autorenspiele, also die Bewegung, dass eben der Autor auf der Spieleschachtel genannt wird, das ist ja auch nicht so selbstverständlich, also historisch gesehen und auch gar nicht so alt, stimmt, wie man meinen mag. Das ist eben auch mit den Eurogames entstanden und mittlerweile stehen sie aber auch bei den Ameritrash-Spielen mit drauf. Ne? Heute ist halt der Personenkult auch um Spieleentwickler ganz anders als in den 80ern. Für unsere Top 50-Liste habe ich mal versucht, einen Autor für Scotland Yard rauszusuchen. Da sind, glaube ich, irgendwie 7 Leute genannt oder so, wo wahrscheinlich selber keiner mehr so genau weiß, wer da jetzt eigentlich überhaupt irgendwie federführend war. Oder das war halt irgendwie wahrscheinlich ein Design-Team, die bei der jeweiligen Firma angestellt waren, die haben halt dann Spiele rausgekloppt. Aber es soll ja jetzt darum gehen, ob diese Unterscheidung jetzt noch so sinnvoll ist, wie sie vielleicht mal war. Ich meine, natürlich sind Begriffe hilfreich, man weiß sofort, worum es geht, aber die Grenzen verfließen, verschwimmen. Also es gibt Hybride, wie zum Beispiel jetzt ganz neu Scythe, ist definitiv kein klassisches Eurogame. Aber eben auch nicht so typisch, also überhaupt nicht typisch Ameritrash. Ja. Der Kampfmechanismus ist noch ein bisschen Ameritrash mit drin. Ist halt so, geht in Richtung Cosmic Encounter. Das ist also schon, also diese Art von Kampfführung ist auch definitiv eine Ameritrash-Variante. Aber so das Ganze drumherum, also das Board-Movement ist doch sehr rudimentär. Wenn das jetzt wirklich halb so große Felder wären als Hexfelder mit Bewegungsmodifikatoren und 10-Seiten-Tabelle, was man auswürfeln muss, um was zu treffen, dann wäre es klassisch Ameritrash. Genau, also vor allem aber auch, dass die... Es hat einen ganz klaren wirtschaftlichen Aufbaupart. Genau, die Sachen zurückgehen auf dein Startfeld, du kannst nicht wirklich dem die Sachen wegschießen und dann ist er am Boden oder so. Man kann ihn nur zurückwerfen in seiner Entwicklung. Aber man kann eben auch Ressourcen erbeuten, das ist auch ganz klar in die Richtung.
Ja, aber ansonsten, es ist schon stark abstrahiertes Euro, würde ich sagen. Ich finde, das ist noch einer von den Hybriden, wo ich auch wirklich sagen würde, da ist zu gleichen Teilen was reingeflossen. Das ist wirklich ganz klar erkennbar ein Hybrid am Ende. Ich finde, das ist eine Sache, die besonders Stonemaier Games sich scheinbar auf die Fahnen geschrieben haben, weil ich, dass ich, als ich überlegt habe, was wäre denn so für mich ein Hybrid, da würde ich fast jedes aus der Reihe von denen nehmen. Also könnte man da reinpacken. Selbst ein Viticulture ist zwar, also Viticulture ist ganz klar mehr in Richtung Eurogame angelegt als jetzt ein Thais. Aber auch da hat man halt diese auflockernden Elemente drin. Dieses Kartenspiel, was man halt vorher nicht abschätzen kann, wo man halt wirklich einfach pures Glück hat, eine gute Karte zu ziehen. Oh ja. Natürlich auch mit der Fähigkeit selber dann zu wissen, wann ist der richtige Moment, die Karte auch einzusetzen. Aber ne, es ist halt schon ganz klar, hat es Anleihen. Auch, dass es halt wesentlich mehr auf sein Thema Acht gibt. Also da würde ich wirklich behaupten, dass das Spiel nicht um die Mechanismen rumgebaut ist, sondern wirklich nur ums Thema erstmal und wie kann man das gut einbinden. Das ist zumindest mein Gefühl, wie das entwickelt wurde. Ja, also habe ich auch. Ne? Also Euphoria wäre da übrigens auch so ein Beispiel. Euphoria noch abstrakter letztendlich, aber auch da wieder Würfel um als Arbeit. Also Worker Placement ist eigentlich so, mehr Eurogame geht fast gar nicht. Und das dann mit Würfeln zu machen, das ist dann schon ein Bruch mit der Eurogame-Tradition, ganz klar. Und auch da, dass man einfach das erkennt, okay, da geht es also auch darum, vieles ist symmetrisch, vieles macht jetzt vielleicht so, würde man aus mechanischer Sicht vielleicht sogar ein bisschen anders machen. Da geht es also wirklich auch darum, dass das Thema, also glaube ich, auch Einfluss hatte auf das, was da passiert. Also, was ist denn mit Marco Polo, diesem Dice? Genau, das habe ich auch auf der Liste. Das wäre auch für mich ein Hybrid. Weil Marco Polo packt... Würden ja viele, glaube ich, widersprechen. So. Also ich finde, Marco Polo macht nämlich zwei Sachen, die ich ganz klar Ameritrashig sehe. Und zwar, klar, das Würfeln. Da kommt man nicht drum rum. Alles, was wirklich mit Würfeln zu tun hat. Und da ist es ja auch entscheidend, was man würfelt. Also nicht... Das ist der Unterschied, würde ich sagen, zum Beispiel im Vergleich zum Siedler. Bei einem Siedler würfelt man und das Ergebnis betrifft alle. Der Siedler muss immer als Beispiel her. Ich frage mich, ob es ein Video gibt, in dem du nicht Siedler erwähnst. Also irgendwie muss es immer reinkommen. Es ist halt, das ist ja der Vater des Eurogames letztendlich. Wobei ich finde, der Siedler eigentlich so inhaltlich gar, also es wäre sogar eher eins von denen, die gar nicht so Euroic sind im Vergleich. Also danach kamen deutlich trockenere Kandidaten und die man eher eigentlich in den, also ich, Puerto Rico ist, glaube ich, der bessere Vertreter eigentlich für das Genre. Egal, darum geht es jetzt ja nicht. Also da geht es darum, wir würfeln zwar, aber man würfelt mit dem Ertragswürfel für alle. Das heißt, wir müssen damit dann leben, was passiert. Da ist es so, ich muss damit leben, was ich für einen Müll gewürfelt habe. Das ist noch der eine Teil. Was ich noch viel krasser finde, ist letztendlich die Spezialfähigkeiten. Und das ist eine Sache, die halt pur Ameritrash ist, wirklich... Das merkt man zum Beispiel bei Eclipse sehr schön, dass sie halt da die Variante haben, man kann sich halt aussuchen, ob man lieber die Spezialfähigkeiten haben will oder lieber alle Menschen alle gleich, symmetrisch. Und man halt sagt, wie Ameritrashig möchte ich das Ganze denn? Aber dennoch ist das eigentlich ein weitaus besserer Kandidat für einen Hybriden. Also das ist ganz, Marco Polo ist ein Eurogame am Ende des Tages. Aber man merkt halt, dass gerade die Eurogames, habe ich das Gefühl, also da merke ich es wesentlich mehr als andersrum, dass die sich halt einfach auch bedienen, was ist denn gut bei den Ameritrash-Spielen, was können wir denn mit verwenden? Also die Frage, ist das dann schon Hybrid, nur weil man was anleiht aus dem anderen Genre, wenn man so möchte? Ist natürlich mal. Aber man erkennt die Einflüsse, sagen wir es mal so. Man erkennt ganz klar, das ist kein reinrassiges Zero mehr, sondern da ist schon einiges noch dazugekommen im Vergleich. Bei Marco Polo ist es halt, da haben sie nicht aufs Thema geachtet, da ist es nicht das Thema, was irgendwie verdichtet wurde, sondern ganz klar das Mechanische auch. Also da ist es dann doch irgendwie wieder klassisch fast Zero. Ja, also es fühlt sich zumindest an wie ein Eurogame beim Spiel. Auf jeden Fall. Es hat natürlich auch die ganz klaren Tugenden. Es ist halt dieses tiefe Nachdenken, unheimlich oft also wieder spielbar, weil halt im Grunde ja abstrakt jedes Mal neue Ausgangslage und da muss man halt neu wieder anfangen zu denken. Wie würdest du denn bei einem anderen Würfelspiel wie Roll for the Galaxy dann so die Kategorie sehen? Ja, das ist auch ein Roll for the Galaxy, macht mir echt Kopfschmerzen, das einzuordnen. Fühlt sich für mich spielerisch ganz klar nach dem Euro an. Die Würfel sprechen dagegen. Man kann die Würfel ziemlich umgehen vergleichsweise. Wahrscheinlich, ich hab das nicht im Vergleich, weil ich es nicht gespielt habe, aber ich vermute, dass wahrscheinlich Race for the Galaxy das deutlich Ameritrashigere ist von den beiden. Es ist ein Eurogame wahrscheinlich, ja. Am Ende des Tages ist es ein Eurogame. Wenn man es einordnen will. Es ist sehr abstrakt. Man,
Also ich hab selten, im Prinzip, ne? Ja, ich hab selten bei einem Weltraumspiel weniger Weltraumfeeling gehabt als bei Roll for the Galaxy, wo ich das Spiel sehr gerne mag, aber da ist das Thema wirklich komplett willkürlich. Ja, stimmt. Ne? Also klar, also man könnte genauso gut da irgendwelche landwirtschaftlichen Felder nehmen und die Erde besiedeln oder so. Ne? Auch wofür die Würfel stehen, ist im Prinzip egal. Es sind halt verschiedene Symbole auf verschiedenfarbigen Würfeln. Ne? Und darum geht es auch nur. Ja, aber dennoch, der Zufallsaspekt ist ja verdammt hoch bei dem Spiel. Und deswegen würde das ja eigentlich eher zur Richtung Hybrid gehen. Ja, es ist. Ich habe ihn auf der Hybridliste für mich selber geführt. Es ist schwierig. Bei dem tue ich mir echt ein bisschen schwer, wie ich das. Es ist halt auch bei vielen Spielen, gerade wenn sie viel Kartenanteil haben. Ich meine, für mich ist immer so dieses, was so in Richtung Magic geht, also viel Text auf Karten, vielen Mechanismen, die da irgendwie komisch ineinander greifen können. Also wenn es wirklich ein bisschen härter ist, als ich spiele einfach nur eine Farbe zum Bedienen oder sowas. Das ist für mich auch schon so ein typischer Ameritrash-Mechanismus. Allerdings ist ein Kartenspiel auch einfach erstmal an sich ein Kartenspiel. Also jetzt gerade, da sind wir wieder befragt, ist es überhaupt ein Kartenspiel? Through the Ages. Da wüsste ich spontan auch gar nicht, wie ich das einkaufe. Also das ist für mich auch, das ist ein Viereckspiel, das ist weder das eine noch das andere so richtig. Das ist ein eigener Bereich, würde ich meinen. Kartenspiel nenne ich es definitiv nicht. Wir haben letztens ein kleines Spielwochenende gemacht mit ein paar Leuten, auch ein bisschen mehr gespielt, so ein paar Tage lang. Da haben wir es auch nochmal am Tisch gehabt und ein unbedarfter neuer Spieler. Wir haben einfach mal so spaßhalber in den Raum geschmissen. Würdest du sagen, es ist ein Kartenspiel? Ich habe selten so viele Fragezeichen in den Augen gesehen wie in dem Moment. So, was soll das sein? Kartenspiel im Leben nicht. Nur am Rande. Ja, nur am Rande. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Nein, aber es ist so, dass ja sowieso nicht jedes Spiel sich ganz klar... Also es gibt Spiele, die einfach anders sind, die weder das eine noch das andere noch ein Hybrid sind. Na, also... Aber der... Wenn man so... Also die richtig klare Trennlinie gibt es eigentlich... so neben nicht mehr. Es fließt mehr ineinander. So. Ja, ich glaube... Also auch so Spiele wie jetzt Time Stories oder so. Da habe ich auch drüber nachgedacht, über das Ding. Das ist sehr thematisch, viel Glück. Es sollte, aber dennoch ist es wird doch ein bisschen abstrakt. Ne? Also es ist nicht so ein typisches Ameritrash. Eigentlich wäre es ein ganz, ganz typisches Spiel. Horror oder Eldritch Horror. Ja, das stimmt. Ne? Es wäre ein typisches Spiel, wenn man nicht noch diese Pöppel hätte, die man irgendwie, im Grunde ist vollkommen sinnfrei an den Orten verteilt. Weil es für das Spiel eigentlich komplett egal ist, wer jetzt wo steht und so, weil man jetzt hier eh Informationen gibt und so. Aber es ist schon, also das ist wieder auch so einer, eher Ameritrash, aber auch da so, sag mal, Komfortfunktion, dass man das irgendwie schön anzeigen kann und so. Ja, ich glaube, also auch sowas wie Mysterium, das ist jetzt auch schon, wie viel? 2 oder 3 Jahre her, dass es rauskam. 2015 müsste das, glaube ich, sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Vielleicht sogar 14, 14, 15, irgendwie sowas. War auf jeden Fall auf der vorletzten Spiel. War es dann als Neuheit da, ne? Ist aber auch so eine Sache, wo ich sagen würde, das ist zu thematisch für ein Euro. Aber so richtig im Ameritrash ist es auch nicht. Ne? Sowas, ne? Und sowas häuft sich eben ungemein. Ja. Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass einfach der Markt mittlerweile viel, viel, viel mehr hergibt. Die Leute sind nicht mehr so leicht zufriedenzustellen. Klar, auch der härteste Eurogamer wird irgendwann mal sagen, ganz ehrlich, schon wieder Handel im mediterranen Gebiet. Ne? Wie heißt das Spiel jetzt? Im Grunde, ich habe wahrscheinlich die Namensgeneratoren. Dass man einfach nur noch irgendwie so 5 Zufallsgeneratoren laufen lässt, damit da irgendwie nachher der Spielname draus. So nett. Irgendein bekannter Händler aus der Geschichte, irgendeine Ortschaft zwischen hier also und Nahe Osten oder so. Und dann passt das schon. Ja, also da könnte man tatsächlich auch mal ein paar neue Wege gehen, denke ich. Aber vielleicht ist es einfach nur ein Marktbedien, der eben genau danach schreit. Ne? Ich meine, ich habe jetzt auch, wenn ich mal so zurückblicke, so die wirklich knackigen Euros, die wir zuletzt gespielt haben, zum Beispiel Tricarion, was auch wirklich sich ja fast schon in abstrus komplizierten Mechanismen verliert, die auch komplett eigentlich unnötig und nicht gestreamlined sind. Es macht trotzdem Spaß, ziemlich sogar, aber da merkt man halt wirklich, das ist so für den Eurogame-Liebhaber, der halt ein bisschen mehr möchte. Auch da ist das Thema im Grunde beliebig, aber es ist halt, die bieten halt das bisschen mehr mittlerweile. Dass man sagt, okay, wir haben auch noch ein schönes Thema dazu und haben uns sogar ein paar Gedanken darüber gemacht, wie man das irgendwie thematisch einbinden kann.
Okay, Tricarion würde ich jetzt mir schwer mit einem anderen Thema vorstellen können. Also wenn es exakt dasselbe Spiel sein soll. Im Grunde, was macht man? Man sammelt Plättchen, Set Collection. Kolosseum macht im Grunde genau dasselbe. Im Grunde ist es Kolosseum aufgebohrt, würde ich meinen. Ja, wenn man so will, macht es das. Aber Kolosseum ist so ein bisschen ein paar Stufen tiefer. Ja, und, ja, das ist genau das. Das ist halt der Anspruch, der dahinter steckt. Klar, das eine ist wesentlich tiefgreifender, wesentlich komplizierter. Das andere ist halt dasselbe in fluffig, wie der Sebastian so schön sagen würde. Ja, am Ende des Tages, es ist, finde ich, echt erkennbar, dass die ganz, ganz trockenen, ganz abstrakten Euros doch irgendwie ein bisschen weniger vorhanden sind. Also auch da, auch der Eurogamer möchte jetzt nicht irgendwie das 100. Spiel aus der Packung holen, was aussieht wie die Burgen von Burgund, um nicht schon wieder Siedler zu sagen. Die sehen sich nämlich sehr ähnlich optisch. Ja gut, also, du hast ja schon gesagt, deine persönliche Entwicklung ist von Eurogame zu Ameritrash hingegangen. Ja, also ich stelle immer wieder fest, wenn ich Ameritrash-Dinger spiele, ich habe da richtig Bock drauf auf die meisten. Also gerade wenn das Thema, das muss natürlich dann schon passen, also manche Themen interessieren mich halt einfach nicht und dann macht es auch keinen Sinn, ein sehr thematisches Spiel zu haben, dann ist es lieber abstrakt. Was mich an Ameritrash-Spielen häufig stört, also jetzt neueste Beispiel, ich im Kopf habe, ist The Others und Lobotomie. Dass ich immer das Gefühl habe, dass die extrem holprig sind. Also mir fehlt ein bisschen der Spielfluss bei den Dingern. Ja, ich finde das alles immer ganz, ganz toll und so, die schönen Miniaturen. Und gut, es ist mechanisch am Ende immer Würfel XY tot oder Würfel Probe XY richtig. Also echte Entscheidung ist halt nur, wo gehe ich hin? Ist natürlich auch eine Entscheidung, aber es ist weniger. Aber es ist halt dann immer die Monster ziehen und dann, ich weiß nicht, irgendwie ist, für mich wird das immer holprig. Also die ziehen sich, finde ich, für mich dann auch immer gefühlt relativ lange oft. Ja, dann musst du sowas vielleicht eher am Rechner spielen, wo sich alle Figuren gleichzeitig bewegen. Da es ist eins von diesen typischen Sachen, wo es mir immer wieder auffällt, wo halt wirklich Zeit auch verloren geht einfach. Es ist auch bei den Spielzügen der Leute, klar, man muss ja auch jeder ein bisschen überlegen, aber es ist eine andere Downtime als bei einem Eurogame. Bei einem Eurogame kann ich zumindest theoretisch, wenn ich noch irgendwie was zu überlegen habe, aber ich kann immer irgendwie darüber nachdenken. Bei einem Ameritrash denke ich mir oft, ja, solange ich nicht weiß, was der Betreffende gewürfelt hat, brauche ich auch nicht weiterdenken, weil darauf kommt es jetzt erstmal an. Genau, klar. Also da kann man weniger gut im Voraus planen. Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Ne? Also sprich, ich persönlich mag definitiv auch Ameritrash-Spiele. Ich habe halt häufig das Problem, dass die mir zu lang und zu eintönig dann sind, dass ich irgendwie nicht das Gefühl habe, hey geil, ich habe da jetzt wirklich die Story, die ich da spiele oder so, sondern dieses, boah, jetzt muss ich noch 7 Proben vergeigen, bis ich endlich tot bin, so ungefähr. Also ich muss sagen, ich kann das gar nicht so festmachen, womit ich angefangen habe. Wenn man jetzt so mal so sieht, okay, in der Kindheit war halt gespielt, was da ist. Die nehme ich jetzt auch nicht, mal raus, aber... Monopoly ist das auch Ameritrash. Also es ist auf jeden Fall Trash. Ja, sowieso. Ich meine, es ist auch amerikanisch, oder? Ja, natürlich. Also, kapitalistisches Brettspiel, das muss amerikanisch sein. Ja, also, aber jetzt sag ich mal, wo ich dann auch angefangen habe, mir selber Spiele zu kaufen und nicht nur das gespielt habe, was im Haushalt da war oder was meine Eltern mir gekauft haben. Da muss ich sagen, meine ersten Eigenerwerbungen, an die ich mich jetzt so wirklich bewusst erinnere, das waren auch eher Ameritrash-Sachen. Das war sowas wie HeroQuest oder so. Na, ich entsinne mich auch so an Sachen, so Jagd nach dem blutroten Rubin oder so. Also ich war auch gerade so als Kind und so früher Jugendlicher mal auch sehr anfällig für so geile Gimmicks. Also ich war auch jemand, Roll and Move, was sonst, ist ja ein Spiel, da muss ja Roll and Move sein. Und hey, ich habe irgendwas, wo ich Plastik habe, wo ich was ineinander stecken kann und dann fällt irgendwo was raus, was dann nach 3-mal kaputt gebrochen ist oder so, ist ja egal. Ja, also ganz, ganz früher auch eher das. Aber relativ früh, wo ich dann auch, Nein, ich bin kein Schwabe. Wo ist eine Ortsbezeichnung? Keine Zeitbezeichnung. Ja, wir haben auch ein Bild, als wie. Als wie wenn. Sag, was du sagen willst. Na gut. Ich weiß es sogar noch.
Soll ich es wirklich sagen? Nein, also die Spiele, die mich dann wirklich gefesselt haben, wo ich wirklich Bock drauf hatte, das waren dann halt am Anfang wirklich eher so Denkschlachten. Also da hatte ich eher so als Jugendlicher so das Ideal, im Grunde kann es gar nicht zu komplex sein. Es muss, es darf keinen Zufall haben, es muss wirklich Schach 2.0 sein. Ne? Also für die Leute, für die Schach irgendwie drei Partien blind, keine Herausforderungen mehr sind, die fangen an, solche Spiele. Das ist so, ja, wie man halt so ist in dem Alter vielleicht auch ein bisschen. Heute habe ich einfach keinen Bock mehr drauf, 27 Seiten schlechte Regelwerke zu lesen. Früher war das normal. Ja, okay. Ich muss sagen, dann kam durchaus eine Zeit, wo ich mich extrem für Euros ja, fasziniert habe. So. Aber gerade, weil ich auch so ganzen Wirtschaftssimulationen, sag ich mal, dann so genau. Faszinierend fand. Fand ich am PC auch immer, oder generell am Computersystem immer großartig. Wirtschaftssimulationen, Bundesliga-Manager und irgendwelche anderen Manager und wie sie alle hießen. Genau, also das, da waren auch die ersten Alea-Spiele so dann in meine Sammlung gewandert, die dann auch wirklich für meine damaligen Verhältnisse, also extrem abstrakt waren. Damals kannte man sowas wie Eurogame ja nicht, das waren einfach Spiele. Ne? Also genau. Den Begriff kannte man nicht, so wirklich. Ne? Ich kann mich auch entsinnen, so gerade am Anfang auch, habe ich für dich immer so Axis and Allies und so, da war eher so deine Welt, habe ich so, ne? Ne, genau. Also viel gespielt früher. Ja, das war auch so in der frühen Jugend, sag ich mal, da fand ich das wirklich sehr faszinierend. Ne? Und danach eben eher so Euro-Seite und mittlerweile sehr ausgeglichen, wie eben, würde ich mal sagen, auch der Markt ist. Also diese klare Unterteilung finde ich auch ehrlich gesagt unnötig. Natürlich kann man sagen, das ist ein Euro, dann weiß man, okay, aber es ist auch nicht jedes Euro gleich. Ne? Insofern sagt einem das jetzt auch erstmal nur eine grobe Richtung vor. So. Also ich bin auch dazu übergegangen, ich persönlich für mich, ich merke mir immer vor allen Dingen die Mechanismen und schreibe mir auch, welche Mechanismen hat das Spiel. Weil ich einfach, ne, ich habe aus beiden Welten Mechanismen, die ich mag. Also wenn Worker Placement draufsteht, bin ich sowieso immer hellhörig. Klar, dann ist es im Zweifel immer irgendeine Art Euro. Zwangsweise, mir wird kein klassisches Ameritrash-Spiel mit Worker-Placement einfallen. Passt da auch nicht zu. Da muss man erstmal auswürfeln, ob man das Feld überhaupt besetzen darf und ob man überhaupt hingehen. Da muss man erstmal hinlaufen, muss man erstmal gucken, ob man genug Bewegungspunkte hat. So in etwa. Ja, mit Bewegen und Worker-Movement hat man ja jetzt die Kolonisten. Aber genau. Das würde ich jetzt nicht als Ameritrash bezeichnen. Nee. Ne? Aber es ist ja auch, das ist wieder so ein Klassiker, wo man sagt, okay, der Mechanismus macht null Sinn eigentlich, inhaltlich. Null Sinn ist übertrieben. Mit ganz viel Augen zudrücken kann man irgendwie das einbinden, dass das vielleicht nicht ganz unthematisch ist. Aber im Grunde ist es halt einfach nur eine Idee, ein mehr oder weniger cleverer Mechanismus, wie man halt Action Selection machen kann. Ne? Genau, also in einem Ameritrash würde es vielleicht so aussehen, dass man vielleicht seine Arbeiter tatsächlich von seiner Basis ausschicken muss und wenn die Ressourcenfelder zu weit weg sind, dann brauchen die halt zwei Runden, bis die da sind und das abernten können ja. Oder so. Ja, so Command & Conquer mäßig, das können wir gut vorstellen. Ja. Irgendwie so, ne, ich schicke jetzt meinen Sammler, der muss dann auch jede Runde erstmal einzeln zum Tiberiumfeld hinfahren, auch wieder zurückfahren, ja, weil die Ressourcen müssen ja auch ankommen. Genau. Der Eurogamer sagt, ja, verdient gleich ab in die Bank. Genau. Welches Thema würdest du denn jetzt mal für so ein Eurogame begrüßen, was nicht schon tausendmal da gewesen ist? Würde mich mal interessieren. So. Also ich habe so zwei Sachen, die wo mein Herz im Moment so ein bisschen besonders dran hängt. Wobei das eine ist auch, gibt es schon, das wäre Evolution. Ein richtig cooles Evolutionsspiel. Dominant Species wäre da jetzt der Kandidat, den es gibt, wenn man denn irgendwie drankommt. Ist jetzt auch nicht so wirklich gestreamlined, aber das fände ich also Evolution, generell realistische Themen. Also auch Weltraumflug realistisch fände ich mal ziemlich cool. Sowas wie Kerbal Space Program oder sowas. Also so wirklich so, weiß ich nicht, Flug. Ich hab noch eins umgespielt, 1969 müsste es sein. Peinlich. Wann war die? 68 war die Mondlandung, ne? Boah. 69, 68? Auf jeden Fall, so heißt das Spiel auch. Ja, es gibt zwei. Das eine ist 68, das andere ist 69. Das eine ist Mondlandung, das andere ist Making of the President oder sowas. Also das mit den Raketen dahin schicken. Das fand ich thematisch auch total genial. Ist leider vom Spiel her, ja, kann man mal machen. Muss man jetzt aber auch nicht in der Sammlung haben und braucht man halt auch nicht ein drittes Mal spielen.
Okay, also du. Aber das wären so Themen, die mich besonders interessieren. Irgendwas realistisch, wissenschaftliches, Evolution, möglichst zugänglich, aber auch detailliert. Also schon irgendwie mit Genpunkten oder so vielleicht, wo man dann so die Mutationen seiner Tiere ein bisschen steuern kann oder sowas in die Richtung. Das wären so zwei Sachen, die ich ziemlich cool fände. Also Evolution und Weltraum, also nicht Sci-Fi. Genau, nicht Sci-Fi, sondern wirklich realistisch. Terraforming Mars ist ja... Das würde ich so ein bisschen in diese Richtung, das wäre halt dann... Das ist jetzt nicht zwangsweise Weltraumflug als solches, aber ähnliches, also sowas in der Art, genau. Packe ich jetzt mal mit so da rein. Das wären so Themen, die mich persönlich mal interessieren. Also besonders. Aber du sagtest, dass es das ja schon gibt, vielleicht noch nicht so schön, wie du es gerne... Aber obwohl, das sind ja auch nicht unbedingt Euro... Also richtig klassische Euro-Games mit Würfelschubsen und so, wie man es so kennt. Also am Ende des Tages... für mich sind die nicht perfekt bisher, die Umsetzung, sagen wir mal so. Ne? Okay. Also mich würde mal so eine wirkliche Kombination von extremen Gegensätzen reizen. Zum Beispiel Eurogame mit Zombies oder so. Also Zombies ist so ein Thema, was so klassisch Ameritrash ist. Ja. Obwohl einige sagen, ja, Winter der Toten würde schon eher in Richtung Eurogame tendieren, weil es ja sehr abstrakt ist. Ne? Wenn der Fokus mehr auf Basisbau liegen würde, das finde ich tatsächlich auch mal so ganz cool, wenn man wirklich so verschiedene Sachen, so eine Mischung Robinson Crusoe meets Zombie, also Winter der Toten so ein bisschen. Das könnte auch eine ziemlich coole Kombo sein. Ja, also das würde mir gefallen, wo es wirklich darum geht, in einem Inside-Szenario mit Zombies eben genau dasselbe zu machen, wie in anderen Eurogames, eben Rohstoffe sammeln, die ummünzen in irgendwas anderes, damit was bauen. Ne, und am Ende gucken, am besten dazustehen. Ist eigentlich lustig, ne, weil es ja auch total naheliegend ist, weil genau das ist ja so eins der Hauptprobleme, die man in der Situation dann hat, neben dem blanken Überleben als solches, sprich den kämpferischen Aspekt. Aber im Grunde geht es ja darum, neue Ressourcen zu sammeln und irgendwie sich was Neues aufzubauen. Und generell aufbauen ist das, was ich an Eurogames am spannendsten finde. Ich muss irgendwie was haben, woran ich rumbasteln kann, wo ich irgendwas nach meinen Vorstellungen... Ja, ist ja auch schön. Ne? Das ist so irgendwie ein schönes, eine schöne Landschaft, die ich auslegen kann mit meinen Gebäuden, die ich da gebaut habe oder so. Eventuell dann auch noch auf die Reihenfolge, wo was hingebaut wurde oder so, wenn es da auch noch mit drauf ankommt, das finde ich auch immer total spannend. Ja, das gefällt mir eben auch an der Sache und da könnte man ja durchaus mal auch neue Wege gehen. Also, Spieldesigner, haltet euch ran. Genau. Jetzt müssen wir das selber machen. Genau, sonst nehme ich das mal in die Hand. Genau. Ja, ansonsten, aber was... Ich glaube, wenn man nochmal so von der Eingangsfrage so ausgeht, ich glaube, einer der Eindrücke, warum wir so angeblich Ameritrashig sind, ist schlicht und ergreifend deine eindrucksvolle, aber ziemlich polarisierende in der Richtung, glaube ich, Fantasy Flight / Heidelberger Phalanx, die genau hinter uns steht, wenn man mal von den Uwe Rosenbergs hier rechts absieht. Also im Bild hat man natürlich viel von diesen Ameritrash-Sachen. Ja, wie zum Beispiel Puerto Rico, Russian Railroads, Orleans, ganz klassisch. Mystica, Istanbul, Trajan ist natürlich sowas von Ameritrash. Also Trajan ist wahrscheinlich sogar von allen Beispielen, die wir heute hatten, das beste Eurogame-Beispiel, wo man einfach feststellt, okay, denen ist nichts Besseres eingefallen, wie man den zugegebenerweise coolen Mechanismus ins Spiel packen kann. Da machen wir irgendwas draus. Man hat auch eigentlich relativ viel Zufall, ne? Also. Zufall ist es so beliebig, glaube ich. Einfach, weil man nichts hat, was jetzt irgendwie hervorsticht, weil einfach alles im Grunde gleich ist, ne? Ja, aber das hat schon. Also, ich sag mal, sowas wie Terra Mystica, da ist ja wirklich alles bei Spielbeginn bekannt. Ja. Da ist sicherlich beim Aufbau der Zufall drin, damit nicht jede Partie gleich ist, aber da kommt keine Überraschung mehr ins Spiel. So. Höchstens Mitspieler macht was, womit man überhaupt nicht gerechnet hat oder so. Aber ja. Bei Trajan jetzt, da ziehst du ja diese, also da ziehst du relativ viele Plättchen, auch unterschiedlichster Art. Ne? Also auch was die Leute da wollen und es wird die Auslage immer neu zufällig im Spiel bestimmt und du hast eventuell dann gar nicht genug für alle da. Es ist halt ein Stefan Feld, ne? Der Feld, der macht es halt den Spielern gern schwer. Ne? Der gibt dir halt immer die Wahl zwischen der schlechten und der ganz schlechten Option, so in etwa. Genau. Ne?
Ja, das. Erst schon beim Rosenberg habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, da gibt es halt die gute, die richtig gute und die mördergute Variante. Beim Feld fühlt es halt immer so an, okay, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Was tut am wenigsten weh? Ja, so in etwa. Ja, aber das reicht ja jetzt auch schon. Vielleicht sollte ich das einfach mal ein bisschen mehr durchvariieren. Ne? Das ist ja jetzt. Ich habe auch ehrlich gesagt, wenn ich unsere Videos dann nochmal durchgucke auf grobes Fehlverhalten, ich gucke gar nicht mehr so auf die Spiele dahinter, aber ja, in der Tat, das ist natürlich schon, könnte verleiten dazu. Also nochmal, wenn wir es mal auf den Punkt bringen wollen, wir wollen nicht als Ameritrasher dastehen. Wir haben nichts gegen Ameritrash, wir mögen auch Ameritrash-Spiele, aber wenn überhaupt, sind wir eher Eurogamer. Ich bin beides. Ich bin beides. Genau. Ja, wenn überhaupt. Ja. Wir haben schon beide, glaube ich, insgesamt, wir haben Freude an einem geregelten Spielablauf. Ja, also das haben Eurogames meistens deutlich mehr als Ameritrash-Spiele. Ameritrash-Spiele sind irgendwie chaosdominierter. Definitiv. Ja, also ich habe ja viele der Sachen hier, weil mich die Thematik einfach sehr fasziniert, auch jenseits des Spiels, also die Star Wars Sachen, ich bin halt Star Wars Fan, deswegen... Was? Ja. Wirklich? Welche Überraschung, nicht wahr? Hätte niemand mit gerechnet. Nein, aber deswegen habe ich eben auch viele Star Wars Spiele und genauso sieht's mit Cthulhu aus, da bin ich einfach auch ein riesiger Fan des Mythos. Und ja, sammel das sozusagen dann auch. Na, auch wenn die Spiele gar nicht so herausragend gut sind jetzt alle. Na, also Arkham Horror habe ich mir noch nicht in die Sammlung gestellt. Werde ich wohl auch nicht. Da reicht mir Eldritch. Ne? Aber auch hier Pandemic Cthulhu ist jetzt nicht unbedingt eine Sache, die jeder im Schrank haben muss. Ne? Ich glaube, das ist wirklich entweder, weil man das eine noch nicht hat oder das andere einfach so toll findet. Ne? Genau. Ansonsten, ja, gut, auch so ein Miniaturen-Horrorspiel, die Lobotomie ist ja jetzt eine Ausnahme erscheinen. Ich werde mir jetzt nicht, was weiß ich, wie viel mehr holen. Das ist so ein Liebhaber-Ding, ne, wo man einfach gesagt hat, ja, das optisch hat das halt einfach voll überzeugt und das ist einfach auch mal ein bisschen was eine andere Art von Horror. Genau, also das hat mich einfach mehr mitgenommen als zum Beispiel Zombicide. Ist einfach so. Ja, und ansonsten gibt es hier ganz, ganz viele andere, so was wie Village oder so. Ne? Das ist auch niemals in dem Ameritrash. Ne? Und das ist eins unserer Lieblingsspiele. Können wir übrigens mal wieder spielen. So. Ja. Ne? Vielleicht mal nochmal, wie wir schon mal gemacht haben, eine Challenge machen. Ach, wir haben so viele Sachen, die wir noch spielen müssen. Ja, ganz, ganz viele. Aber darüber müssen wir uns ja jetzt nicht hier unterhalten. Ne? Doch, sollen die alle wissen, was wir so planen. Damit auch gar kein Druck für uns aufkommt. Nicht? Also, meinst du jetzt Sachen, die wir vor der Kamera spielen wollen? Ja, ja. Let's Plays. Ja, da sind noch einige mehr. Da wollte ich dir übrigens auch noch eine gleiche Sache vorstellen, die etwas seichter ist, die wir aber auch ruckzuck machen können. Ja, dann würde ich mal sagen, wir haben alles gesagt, ja, was wir jetzt dazu sagen wollten. Ab jetzt wird es wirklich schwafeln. Ja, das war es vielleicht auch schon die letzte halbe Stunde lang, ist aber auch egal. Das Schöne ist, das ist auch wirklich so ein Thema, ich glaube, da könnte man stundenlang drüber erzählen. Ja, die Leute hören uns einfach auch gern beim Reden zu, ne? Ja. Das ist einfach so. Weil wir so toll sind, nee, weil es einfach schön ist, anderen Leuten manchmal beim Reden zuzuhören. Aber es ist halt, glaube ich, eins der polarisierendsten Themen wahrscheinlich überhaupt. Das ist halt der Grabenkampf überhaupt der letzten Jahrzehnte gewesen im Brettspielbereich. Das eine gegen das andere und egal wo, es hat noch nie jemandem gut getan. Ne? Immer über den Tellerrand gucken, auch gucken, was können die anderen Spiele Gutes. Nicht nur die anderen Spiele, auch die anderen Elektroprodukte, was auch immer. Genau. Also, ich habe eigentlich schon jetzt gerade Abmoderation machen wollen. Ne? Und ja. Jetzt hast du mich rausgebracht. Ich wollte noch mal einmal so ein... Ja gut, dann mach du doch das. Ja. Ich weiß nichts mehr. Gott, ich bin halt nicht gewohnt, hier Verabschiedungen zu machen. So, was brauche ich alles machen? Ich muss erstmal allen Leuten natürlich danken, die unsere Videos gucken. Allen Leuten danken, die uns in irgendeiner Weise finanziell oder sonst wie unterstützen. Und vor allen Dingen euch viel Spaß beim Spielen wünschen. Bis zum nächsten Mal.